Ja, und damit willkommen zurück zu Estonius. Ich ist leiser mal das Spiel wieder. Ja, wie ihr seht, wir haben die Basis schon wieder gut weit ausgebaut. Bisschen was ist noch dazugekommen. Übrigens, das muss ich euch mal zeigen. Also, wir haben ein bisschen rumexperimentiert mit den Autos. Ja, das ist das erste, was wir hatten. Nee. Wo ist denn das erste? Das kleine, das steht da hinten. Ja, das, was wir zuerst hatten. Und diesen kleinen Hänger. Den wir jetzt da dran haben, an dem. Na gut. Dann haben wir so eingebaut mit so einem Bohren dran. Das war auch nicht so das Richtige. Dann haben wir einen großen gebaut, auch mit einem großen Hänger diesmal dran und Bohrer. War auch nicht so das Richtige, nicht so das Ideale, finde ich. Jo, und jetzt habe ich es perfektioniert. Ich habe jetzt das große Auto mit einem kleinen Sitz. Weil es bringt auch nichts, wenn man da zu dritt rundherum hockt. Die Solarpanel habe ich gleich neben dran gebaut. Und dann habe ich Platz für den Bohrer gleich drauf gehabt. Und habe mir jetzt Lagern drauf geflackt auf einem kleinen. Ja, natürlich geht es auch im großen, aber ja, wenn du dann so einen großen Hänger dran hast, ist das Ding auch ziemlich langsam. Ja, und dann kann ich mir die komplett runternehmen für die Maschine hier. Also ich nehme das Lager hier komplett weg. Ja. Wenn die jetzt voll wären und steckt das hier drauf, dann zieht er sich die automatisch rein und legt die gleich wieder zurück. Ja, und dann sind die irgendwann leer. Dann kann ich das gleich wieder ranstöpseln. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. So, dann haben wir gestern gesagt, wir wollten ja mal wohin fliegen. Das habe ich auch schon vorbereitet. Ja, also schon schön bestückt. Harz bräuchte ich eigentlich noch ein bisschen mehr. Aber da müssten wir jetzt nochmal losfahren, ein bisschen was grasen. Dann könnten wir noch 8-mal Harz mitnehmen. Wollen wir das machen? Ja, ne? Naja doch. So, 8-mal Harz brauchen wir auf jeden Fall noch. Kann ich euch das auch gleich mal zeigen hier. Das mit dem kleinen Hänger lässt sich noch prima steuern. Machen wir mal so schicke Höhle rein. Sich natürlich schon ein bisschen vergrößert. Aber ja, man sieht nicht viel, ne? So, gehen wir mal in den Dorf. Oh, jetzt. So, und das war ja auch die andere Frage, das habe ich übrigens probiert. Ob der Bohrer auch in den Hänger lädt. Ja, das macht er. Er kippt den Hänger quasi als eigenes Inventar und schmeißt alles hin. Nicht gut. Wo ich am Anfang mal gedacht habe, nee, irgendwie füllt er den Hänger nicht, aber doch, er macht's. So, jetzt bauen wir das hier schnell noch ab. Machen wir den Hänger voll, dann kann ich das euch gleich noch zeigen mit dem automatischen quasi Füllen dieser wer ist jetzt die Maschine? Ja, die das Zeug halt ansaugt und dann daraus andere Sachen macht, ne? Das scheiße Gold machen quasi. In dem Fall ist es Gestein, Ressourcen herstellen.
So, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorfahren. Ganze Kanister hinten drauf dauert das natürlich ein bisschen. Aber zur Not könnt ihr ja, wie gehabt, ne? Einfach ein bisschen spulen. Das ist ja kein Thema. Vorfahren. Wie fehlen denn hier noch? Nur noch eine. Es geht relativ zügig mit dem Bohrer. Ich habe das vorher alles per Hand quasi gemacht und ja, das hat schon eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Habt ihr auch die Folgen vorher gesehen, wo ich abgebaut habe. Und ja, mit dem Bohrer geht es einiges schneller. Also kann er ein bisschen mehr lagern. Also ein Pott wäre unser Inventar 8 Plätze. Und dann, na gut, wenn man die Waffe mitzählt, sind es 10. Aber ja, plus da wo jetzt die Lampen drauf sind, sind es 12. Ja. Aber das war auch dann schon das höchste der Gefühle. Ja, und so haben wir auf jeden Fall ungefähr das Vierfache. Also vom normalen Inventar ist es Vierfache. Was wir mitnehmen können. So, dann sind wir jetzt, glaube ich, voll, oder? Alle sind grün, jawohl. Jo. Gut. Dann zeige ich euch das gleich mal mit dem Abladen. Oh.
So, und aussteigen bitte. Danke. So. Ja, also ihr seht, wir machen kleine Harz. Oh, da. So. Jetzt nehmen wir hier den Pott einfach mal auf Seite. Und nehmen uns einen selber rein. So. Ja, das schmeißt er hier von selber rein. Das finde ich super. Kurz hierher. Den leeren hier rüber. So. Jetzt machen wir Harz. Wollten wir noch mitnehmen. Da kommen jetzt 8 Stück raus. Ja. Und auch die sortiert dann fein säuberlich ins Lager. Lager. Zack. So. Finde ich eine geile Sache. Jetzt haben wir einmal Harz. Dann nehmen wir so mit dem Rucksack. Mal zurück, weil Harz haben wir auf jeden Fall jetzt genug. Wir können natürlich Eisen oder sowas produzieren. Ja. Oh, ein leeres Lager ist noch drin. So. Auf die 4 sind alle leer. Batterie könnten wir nochmal bauen. So. Da kommt nämlich nur eins raus. Also eine volle Ladung. Das ist eine Lithium. Ja, Lithium. Nennen wir das Gedöns. Dingens. Ein so ein Ding halt. Einmal Lithium. Machen wir es so. Den jetzt anstecken legt, dass ich voll die Energie brauche. Ja. Und das kommt schon wieder Sturm. Kann ich Push drücken? Nee. Wo ist er denn? Da. Immer die alte Lage im Sturm. Diesmal nicht direkt über die Base. So, kann man schon andrehen. Aha.
Wie heißt das denn eigentlich? Gut, jetzt hier nicht immer. Ja, es braucht halt immer eine komplette Ladung. Aber Silizium ist ja auch selten. Vielleicht findet man auf dem Mond oder so eins. So, jetzt kommen wir wieder drauf. Jetzt machen wir den mal gleich ab, sonst würde mir das hier wieder ran. Eigentlich müssten wir noch die Batterie mitnehmen. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Müssen wir dann einen zweiten Flug mitnehmen? So, und dann schon haben wir das ganze Lager leer gemacht. Ja, wo wir vorher relativ lang gebraucht haben, jedes einzelne rein und zum Auffüllen und ja. So, das da drauf. Das Lithium können wir hierher tun. Gut, den stöpseln wir jetzt an. Der ist voll. Hier habe ich übrigens noch einen Notgenerator hin. Weil das hier drauf eigentlich keinen Sinn macht. Ich glaube, da gibt er keinen Strom ab. Ne? Der lädt nur der lädt dann nur die Dingens. So. So. Dann haben wir da unser Notstromdepot. Na gut, dann würde ich sagen, fliegen wir mal eine Runde. Ich weiß bloß nicht wohin. Macht Schein. So, launch. Jetzt sind wir im Orbit von dem Planeten. Ist natürlich ein 9-2 raus, genau. Dann sehen wir das alles, da ist unser Mond. Machen wir hier ein, das ist exotisch. Und dieser Kreis der Weise sagt, wie weit wir fliegen können, also nicht besonders weit gerade. Noch ein goldener Planet. Ein blauer und roter und lila, ne? Der ist exotisch. Karg. Wir könnten ja erstmal auf den Mond gehen. Und uns den Mond anschauen. Oh. Wo ist er denn? Oh. So, dann haben wir jetzt zwei Landeflächen, wenn ich sehe. Gucken wir mal. Vielleicht, ja doch, da haben wir noch eine.
Wir haben einen Krater, einen riesigen. So. Landen wir da mal. Mächtig, die Krater hier, da hinten ist schon ein Schiff. Das Habitat da oben drauf. So, nachgetankt haben wir ja auch schon. Ach, das ist verdammt hell. Man sieht überhaupt nicht die Maus. Es ist gleißend hell. Das ganze Harz weg. Das ist auch meine Physik. Uiuiui. Du mega weit springen hier. Musst echt aufpassen. So. Das Spritlager, das tun wir auch gleich mit hierher. So. Die Solarzelle nehmen wir auch gleich mit hierher hoch. Die tun wir am besten hier hoch. Schön weit oben. Gut, dann haben wir jetzt alles abgebaut, alles hingestellt. Überlebt. Ich glaube, wäre uns das beim anderen Planeten passiert, hätten wir direkt verloren. So.
So. Schon mal soweit ein bisschen was vorbereitet. Mehr können wir leider noch nicht machen. Jetzt kann man hier herlegen. Zwischendeponieren. Nehmen wir das leere Teil mit. So. Treibstoff lassen wir hier deponiert. Ich glaube, ich habe was vergessen. Oh Gott. Ich glaube, die Base sehen wir jetzt nicht. Nee, müssen wir schnell wieder landen. Ich glaube... irgendwie ausbauen. Ja. Ich weiß, das ist blöd, wir können die jetzt nicht mehr verbinden, ne? Super. Ja gut, egal. Richtig mies. Wir hätten das Habitat bauen sollen zuerst. Ja gut. Nächstes Mal wissen wir es. Jetzt lassen wir es hier stehen. Jetzt müssten wir das Ding sehen als, als Base. Sehen wir genau, wo wir gelandet sind. Das finde ich super. So. Kehren wir mal zurück zur Erde. Wo ist jetzt unsere Base? So, da sind wir auch schon wieder. Wenn wir stehen in der falschen Fahrzeugbucht.
Ja gut, macht nichts. Weil daneben dran ist Hydrazin-Zeugs. Das ist schon okay. So, ja, dann danke schon mal. Dann sag, tschüssi. Bis morgen. Rein hier. So, speichern. Ja, dann gucken wir mal, dass wir den Mond irgendwie morgen ausbauen. Ansonsten, ja, und bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Nacht oder Tag oder wie auch immer. Bis dahin, ciao, ciao.